Hey, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einem kleinen Infovideo beziehungsweise ich sage mal Ankündigungsvideo, so ein bisschen eine Mischung daraus, denn heute geht es um meinen Livestream und ich möchte euch einfach mal ein bisschen ans Herz legen, da mal vorbeizuschauen auf Twitch. Der Link ist ganz, ganz oben in der Videobeschreibung. Nicht nur gibt es heute Abend einen Livestream, also am 30. August haben wir heute, am 30. August um 20 Uhr auf meinem Twitch-Kanal, sondern es wird in Zukunft ganz, ganz viele Livestreams geben. Auf YouTube werde ich mich ja mit Gaming zurückhalten beziehungsweise kaum noch was machen, bis gar nichts mehr machen. Auf Twitch wird es allerdings immer wieder Streams geben. Ja, fast jeden Tag, gerade in der Zeit, wenn ich in England bin, was ja der Fall ist. Ich bin in 2 Wochen endgültig da, beziehungsweise bereits in 9 Tagen fliege ich. Dementsprechend wird zu dieser Zeit Menge Stream-Content kommen. Es lohnt sich also definitiv, darauf vorbeizuschauen. Ich bin noch kein Twitch-Partner, ihr könnt noch nicht subscriben, aber das kommt eventuell auch irgendwann. Wir haben momentan nochmal relativ kleine Streams, die relativ Spaß machen, aber auch ganz ehrlich, weil wir spielen da alles Mögliche, was ich halt gerade Bock drauf habe. E2K17, wenn man so aussprechen möchte, FIFA 17 momentan, FIFA 18, die Demo wird natürlich gezockt, das richtige Spiel dann, Madden 2018, wenn ich meine PS4 habe, beziehungsweise wenn ich in England bin und dann halt eben das Spiel auch habe auf der PS4, dazu The Long Dark vielleicht mal bei Gelegenheit, es wird irgendwann Rocket League geben, da bin ich mir sehr, sehr sicher, es wird die neuen Spiele geben, beispielsweise hier, Call of Duty, wenn es rauskommt. Es wird natürlich auch beispielsweise sowas geben wie Reactions. Ja, eventuell, wenn irgendwann mal was Kontroverses ist, dann werde ich darauf reagieren auf YouTube-Videos, so React-mäßig. Das ist ja momentan der ganz große Trend auf YouTube. Ich werde nicht auf YouTube hochladen, aber halt in Streams machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Wenn ihr irgendwie sagt, Max, reagier mal darauf und die ich auch wirklich noch nicht kenne. Ihr könnt mir Fragen stellen über alle möglichen Sachen. Wenn ihr irgendeine Frage an mich habt, dann ist der Stream die beste Gelegenheit, die loszuwerden und beantwortet zu bekommen. Weil selbst wenn ich sie beim ersten Mal vielleicht nicht lese, habt ihr die Chance, sie einfach nochmal zu stellen. Und es werden von mir alle Fragen, die ich im Stream lese, tatsächlich auch beantwortet. Natürlich werden auch FAQs kommen in den nächsten Wochen, es werden wieder Vlogs kommen, es wird alles Mögliche kommen hier auf dem Kanal, auch an Content, gerade aus dem Real Life, aber nichtsdestotrotz ist der Stream noch eine sehr schöne Gelegenheit und es macht dann einfach auch für mich persönlich sehr viel Spaß zu streamen, deutlich mehr eventuell als hier die Videos von FIFA in den letzten Monaten und das merkt man, denke ich mal auch, und ich denke, deswegen macht es auch mehr Spaß zuzugucken. Dazu kann ich auch noch sagen, dass es ja nichts kostet, ja, die Werbung ist momentan, glaube ich, noch gar nicht da, ich weiß nicht, ob es überhaupt Werbung gibt bei meinem Stream, ich kann auf jeden Fall keine schalten, weil ich bin kein Twitch-Partner. Man muss sich keine Sorgen machen, dass ich irgendwie nur ein paar Minuten streame. Es wird meistens so um die 2 Stunden mindestens gehen. Das ist auch das, was ich mir selbst gesetzt habe als Ziel. Es wird immer Musik im Hintergrund gespielt. Es kann auch mal sein, dass wir einfach nur irgendwie eine kleine Schnackrunde machen über ein bestimmtes Thema. Das werden wir mal ein bisschen philosophieren. Es werden bei Gelegenheit, wenn ich wieder ein bisschen etablierter bin auf Twitch, wenn ich wieder meine geregelten Zeiten habe, wenn es die überhaupt geben wird, weiß ich noch nicht. Mal schauen, ob es einen Streamplan geben wird. Es werden vielleicht auch mal Leute eingeladen, mit denen gequatscht wird. Vielleicht kommt mal ein Ron dazu, vielleicht ein Tobi. Vielleicht irgendwelche anderen Leute, auf die ihr Bock habt. Vielleicht redet mal mit dem Schlappi oder sowas. Alles im Bereich des Möglichen und ich möchte euch das einfach nur ans Herz legen, gerade den Leuten hier, die auf diesem Kanal sind für FIFA-Videos und FIFA-Content, weil es wird hier auf diesem Kanal einfach kaum bzw. gar nichts mehr kommen und dementsprechend ja auf Twitch auf jeden Fall mal vorbeischauen. Es gibt vor allem auch für die Leute, die eventuell nicht die Zeit haben, das Ganze live zu gucken, weil sie vielleicht Training haben oder sonst was, ihr könnt euch immer im Nachhinein noch die Streams angucken, ja. Da gibt es beispielsweise jetzt momentan sind 2 am Start und zwar einmal vom 28. August und vom 17. August, die ihr euch halt im Recap angucken könnt. Das eine 3 Stunden 12 Minuten, das andere 2 Stunden 16 Minuten. Alles gar kein Problem. Macht das einfach, wenn ihr Bock drauf habt. Und wir sind momentan 10.000 Follower. Ich bin mir sicher, da gehen noch ein paar mehr, die von euch Bock drauf haben. Es wird auch wieder 24 Stunden Livestreams oder 12 Stunden Livestreams geben. Alles möglich um den Dreh. Das heißt, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich würde mich tierisch darüber freuen. Vielleicht ja sogar schon heute Abend. Und ansonsten bekommt ihr natürlich, wenn ihr folgt, beziehungsweise wenn ihr die Notifications anmacht, auch immer eine Benachrichtigung, wenn ich halt eben anfange zu streamen, beziehungsweise wenn ich streame. Und es wird auch beziehungsweise bei Gelegenheit und in absehbarer Zeit, wenn ich halt in England bin und mir meinen geregelten Tagesablauf so ein bisschen zurechtgelegt habe, einen Streamplan geben, sodass ihr immer die genauen Zeiten wisst, wann ich am Start bin. Garantiert. Es wird natürlich auch immer mal wieder spontane Streams geben. Gut, das war's von diesem kleinen Infovideo. Ich würde mich, wie gesagt, freuen, wenn ihr vorbeischaut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Passt dabei auf, haut rein. Und ciao.